Hallo, heute zeigen wir Ihnen eine kleine Aufwärmübung in Form von einem kleinen Handballspiel. Es wird ein Feld markiert mit zwei Toren, die Größe hierbei variiert je nach Spieler- und Kaderstärke. Die Spieleranzahl ist hier variabel. Wir haben uns heute für ein 5 gegen 5 entschieden in der Formation 2-1-2, damit auch hier eine gewisse Pärchenbildung gegeben ist und man den Spielern deutlich aufzeigen kann, wie man hier am besten Dreiecke bildet. Wir fangen nun mit einem Ball an, Handball zu spielen. Hierbei gilt das Credo, eher mal den Ball abzuspielen und nicht mit dem Ball überwiegend zu laufen. Tore dürfen zum Beispiel nur mit dem Kopf erzielt werden oder halt erst nach 10-15 Ballkontakten oder einfach nach einem Doppelpass vorm Tor. Hierbei gilt es auch erstmal ganz langsam anzufangen, denn die Erfahrung hat natürlich gezeigt, dass die Spieler sofort, wenn es um Handball geht, sie weniger Schwierigkeiten haben, den Ball zu kontrollieren am Boden, dass die halt das Tempo sofort erhöhen und sofort voll einsteigen. Das heißt, da ruhig ein bisschen darauf achten, dass die Spieler sich erstmal locker einwerfen, einspielen, dass sie halt nicht mit einer zu hohen Geschwindigkeit einsteigen. Eine weitere Variationsmöglichkeit wäre jetzt hier, die Mannschaft, die ein Tor erzielt, bleibt im Ballbesitz und spielt dann aufs nächste Tor weiter. Eine weitere Variationsmöglichkeit wäre es jetzt hier, einen zweiten Ball ins Spiel zu bringen, so dass auf dem gleichen Feld mit zwei Bällen gleichzeitig gespielt wird und dass Abwehr- und Angriffaufgaben nicht getrennt, sondern ineinander funktionieren müssen. Eine weitere Variationsmöglichkeit ist jetzt hier, gegen Ende dieser Aufwärmübung das Tempo noch ein bisschen zu steigern und eine Über- bzw. Unterzahl-Situation herzustellen. Hierbei werden wir einfach ein Hütchen rechts neben dem Spielfeld platzieren und dort ein paar Bälle platzieren. Der Trainer gibt nun alle 20, 25 oder 30 Sekunden ein akustisches Signal von sich und dann löst sich zum Beispiel in diesem Fall ein Spieler rot von seiner Mannschaft, sprintet zum Hütchen, nimmt sich einen Ball am Fuß, versucht so schnell wie möglich einmal ums Handballfeld zu dribbeln, legt den Ball dann wieder am Hütchen ab und versucht schnellstmöglich wieder zu seiner Mannschaft zu stoßen. Und beim nächsten Pfiff wäre dann halt ein Spieler von der Mannschaft blau dran und müsste dann auch wieder zum Hütchen sprinten, sich einen Ball nehmen, einmal ums Handballfeld dribbeln und versuchen so schnell wie möglich wieder ins Feld zu kommen, damit er seine Mannschaft wieder komplettiert. Ein kleines Fehlerbild, was man häufig bei dieser Übung sieht, ist, dass die Spieler oftmals nicht wissen, wer jetzt erstmal dran ist. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Farbe, denn das können die sich sehr gut merken. Einmal blau, einmal rot, einmal blau, einmal rot. Sondern ganz einfach, wer im Team gerade dran ist. Hier gibt es natürlich einige Möglichkeiten, beziehungsweise man kann vorher die Spieler durchnummerieren mit Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5. Oder wenn man natürlich eine Mannschaft hat, die ein bisschen sportlich weiter ist, kann man einfach sagen, ja, ihr macht die erste Reihenfolge von alleine. Das heißt, es wird gepfiffen und irgendein Spieler reagiert, rennt raus, merkt sich, aha, es kommen vier weitere Spieler nach mir dran und danach bin ich erst wieder dran. Das heißt, die merken sich das alles so ein bisschen. Aber um erstmal auf Nummer sicher zu gehen, würde ich die Spieler durchnummerieren von 1 bis 5. Ihr werdet sehen, dass einige Spieler, die Übung noch nicht gemacht haben oder halt wenig Zahlenspiele im Allgemeinen gemacht haben, leichte Schwierigkeiten haben werden, aber das wird sich von Training zu Training verbessern. Das heißt, nehmt immer mal wieder irgendwelche Zahlenspiele mit rein, Durchnummerierung, dann gewöhnen die Spieler sich eigentlich auch relativ schnell daran. Und wie gesagt, mit den Intervallen könnt ihr als Trainer wirklich sehr, sehr gut spielen. Ihr könnt halt größere Unterzahlen, größere Überzahlen erzeugen und die Intervalle verkürzen oder auch verlängern, je nachdem wie der Leistungsstand eurer Mannschaft ist. Vielleicht auch, ob ihr die Spieler in gewisser Hinsicht athletisch verbessern wollt, kann man natürlich das auch sehr, sehr gut teilen. Das war wieder eine kleine, aber feine Übung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wollt ihr in Zukunft auch nichts verpassen, dann abonniert meinen Kanal. Ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal und tschüss.